Willkommen auf der Mobile Congress 2014. Wir haben hier ein brandneues Case von Logitech, das Case und Energy. Das ist ein Case plus ein Mofi-ähnliches Energy Case. Heißt, wir haben hier verschiedene Farben für das Case und noch ein Energy Pack und noch eine Drive Mount, das wir dazu kaufen könnten. Zeige ich euch später. Wir haben hier einmal das Case selber, einfach nur eine Metalloberfläche, wo wir das iPhone reinlegen können, mit so einer schicken Rückseite. Und auch hier den Autohalter können wir hier auch dann benutzen. Ich habe jetzt den Ring an, deswegen, der metallisch ist, das hängt ein bisschen dran. Hier könnten wir jetzt einfach das Case dran machen und dann im Auto das Ganze so aufhängen, sozusagen im Auto, und dann das Ganze hier so rumdrehen, einstellen, wie wir wollen. Die Höhe können wir auch einstellen, ist schön stark und wirklich sehr praktisch. Und natürlich auch hier das zum Dranmachen am Auto, dafür ist dieses Ding hier da. Wenn wir das hier nach rechts drehen, dann wird das hier ein bisschen reingezogen. Hier könnt ihr das sehen, jetzt wurde so ein bisschen ein Vakuum erzeugt. Wenn ich das nach links drehe, dann lässt es wieder los. Also das ist einmal das Case mit dem Autoadapter, den es natürlich nicht in der Verpackung hier mit drin gibt, den kann man separat kaufen. Das hier kostet so zusammen 100 Euro und zwar kann man einfach das Case hier nehmen. Ihr sehen könnt, hier ist so ein kleiner Ausschnitt. Hier könnte ich das iPhone dann sozusagen rein klemmen, so rum wahrscheinlich. Und dann das iPhone hier entsprechend aufladen über Lightning. Hier habe ich noch einen kleinen Knopf, da kann ich sehen, wie voll der Akku ist. Und über Micro-USB kann ich das Ganze auch aufladen. Und ich glaube auch die Daten übertragen. Und übrigens, das Ganze ist ja auch magnetisch. Zumindest scheint es magnetisch zu sein, denn leicht magnetisch scheint es. Hier, ich mache mal das iPhone rein. So. Ihr seht, nichts passiert, aber wenn ich das Ganze hier anstecke, fängt es sofort an zu laden. Ich muss es nicht anmachen und schon wird mein iPhone geladen. Von 70% natürlich dann auf 100, und ich glaube, ein iPhone 5, iPhone 5S, kann man damit 100%ig laden. Und ich kann es auch wieder rausnehmen, wenn ihr wollt, so ein bisschen seitlich ziehen, rausziehen. Und ich kann mein iPhone hier, wie gesagt, wunderbar auch einfach im Auto dann anbringen, wie ich will, so entsprechend. Und es ist auch wirklich fest, der Magnet ist echt fest, egal wie das Auto rumwackelt, es wird nicht wegfliegen. Mein Name ist Balaschka, vielen Dank, zugeschaut habt von der Mobile Congress 2014. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren.